Am Anfang war das Rad. Dieses brachte einiges ins Rollen. Schon früh machten sich die Menschen diese Erfindung zum Nutzen. Über die Jahrhunderte hinweg wurde das Fahrrad immer weiterentwickelt und optimiert. Der aktuelle Geschwindigkeitsrekord eines Einzelfahrers liegt bei knapp 133 Kilometern pro Stunde. Die Grenzen der Technik und Kreativität sind damit jedoch längst nicht erreicht. 9 Studenten der ETH Zürich wollen deshalb in diesem Bereich gemeinsam neue Maßstäbe setzen. Um das physikalische Verhalten des Fahrzeuges abzuschätzen, wird das gesamte System modelliert. Für maximale Effizienz wird die Positionierung der Fahrer und das Antriebssystem optimiert. Die geschickte Wahl von modernen Materialien ermöglicht eine leichte und zugleich stabile Konstruktion. Um den Luftwiderstand auf ein Minimum zu reduzieren, wird die Außenhülle aerodynamisch optimiert. Mit Leistungsanalysen und gezieltem Training wird das vollständige Potenzial der Sportler genutzt. Gemeinsam haben wir ein Ziel. Gemeinsam sind wir CEO. Human Powered Motion.